Hallo und herzlich willkommen zu Mein Start. Und heute geht's weiter mit dem Starter Guide Nummer 4. Heute gucken wir uns die Eroberungskarte an und wie ihr seht, rechts oben habt ihr die Karte. So. Links kommen an der Strandseite kommen Supporter und ADCs, also Jäger und Beschützer und halt Magier, die vielleicht heilen können. So. In der Mitte spielen Magier und rechts spielen Krieger und Tanks aus der Lava-Seite. So, ich habe mir den Dschungler genommen. Der ist komplett im Dschungel vorhanden und greift ins Geschehen ein, wo es brenzlig wird. So, auf jeden Fall, wenn ihr als Dschungler zum Beispiel seid oder als Krieger, werdet ihr als erstes zu diesem Buff kommen. Der befindet sich da auf der Karte, wo gerade ich auf der Karte rumlaufe. Das ist der Speed-Buff. Wenn ihr euch den geholt habt, lauft ihr schneller. Das ist dann für den Dschungler. Danach gehen wir mal zum nächsten Buff, der ist direkt daneben. Das kriegt dann meistens der Krieger oder Tank. Das ist dann der Mana-Buff, der erhöht die Mana-Regeneration. Nur auf der anderen Seite ist es genau gespiegelt. Die Gegner haben dann genau das gleiche. Und wenn man will, kann man sie klauen. Aber es ist brenzlig, weil da auch ja natürlich Gegner rumlaufen. So, diese Harpien, die ihr auf der ganzen Karte seht, die sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Harpien auf der Karte. Und die geben XP. Aber desto mehr Leute bei diesem Camp sind, gilt auch für die Camps, desto weniger Erfahrung kriegt jeder Einzelne. Also wenn du das alleine legst, kriegst du am meisten, wenn du zwei, wird die halbiert und so weiter und so fort. So. Hier kommt meistens Magier, ADC und Beschützer. Kommt als erstes hier hin. Das ist der Damage-Buff, das kriegt der Magier, dann macht er insgesamt einfach mehr Schaden. So, dann gehen die beiden weiter. Also, dann der Magier geht dann auf die Lane. Also in die Mitte. Und ADC und Beschützer gehen dann hier hin. Und der Jäger holt sich, also der ADC, holt sich dann den Buff hier. Und das sind dann Attack Speed, damit er schneller schlagen kann. So, ihr könnt auch natürlich klauen, wie immer und so fort. Ja, bei anderer Seite ist genau das gleiche. So. Kommen wir zu einer kleinen Besonderheit. Kann ich mich auch schön tarnen, weil ich auf Gold bin. Goldchen. Das ist die Goldharpie. Die gibt dem ganzen Team einen Goldvorsprung. Also die droppt ganz viel Gold. Wenn ihr aus League of Legends seid, das kann man so vergleichen wie der frühere Drache. Der hat nämlich auch Gold gegeben. So. Dann gehen wir mal weiter. Das werde ich. Gehen wir ein bisschen wieder. Immer schneller, auf die andere Seite. Dann kommen wir zu der letzten der Buffs. Das ist nämlich der Feuertitan. Er ist momentan noch in der Natur, aber im späteren Verlauf des Spiels taucht er auf und mit ihm könnt ihr dann, also wenn ihr ihn legt, kriegt euer Team einen massiven Buff, der erhöht euch einfach alles. Also wenn ihr den habt, könnt ihr echt direkt angreifen gehen und der Lane pushen, also Druck machen auf der Lane. Dann könnt ihr zum Beispiel rechts komplett zum Phönix und so weiter. So. Jetzt gehen wir auf die Karte. Wie ihr seht, haben wir jeweils 6 Türme und 3 Phönix und einen Titan. Türme schießen erst auf dich, wenn ihr entweder einen Helden hier angreift. Also wenn ihr auf der anderen Seite seid natürlich. Wenn ihr den Helden angreift, schießt er auf dich oder wenn ihr alleine seid und keine Minions habt. Dann greift der Turm euch an. Und der macht am Anfang des Spiels sehr viel Schaden. Das solltet ihr nicht machen. So. Wenn ihr dann euch weiter gepusht habt, also hier mal weiter. Also müsst ihr vorstellen, wie sieht das zur Gegnerseite. Dann habt ihr weiter gepusht, den Turm hier auch kaputt gemacht. Und dann kommt euer letztes Hindernis bis zum Titan. Das ist der Phönix. Wenn er stirbt, ist noch eine Besonderheit, wenn der Phönix stirbt. Eure Vassal, die danach kommen, also nachdem der gegnerische Phönix gestorben ist, kriegen dann einen Buff. Die sind dann halten mehr aus und machen mehr Schaden. So, wenn der Phönix auch noch down ist, dann könnt ihr zu dem Titan gehen. Der ist dann natürlich bei der anderen Seite auf der Lava-Seite ein böser Titan. Und hier ist der gute Engel. Engels. Heißt Engels? Keine Ahnung. Und zwar, wenn ihr den dann getötet habt, habt ihr das Spiel gewonnen. So einfach ist es. So, wie ihr Geld bekommen könnt, entweder ihr tötet jemanden
hilft jemanden einen zu töten, also einen Verbündeten, dann kriegt ihr einen Assist. Ja. Ansonsten kriegt ihr noch Geld pro Turm, den ihr kaputt macht, pro Phoenix und halt, wenn die Tank gekillt hat, habt ihr gewonnen. Oha, der ist auch stark. Level 8. Blöder Computer. Na gut. Das war's aber auch schon mit dem Starter Guide 3, 4. Ich hoffe, euch hat's gefallen, euch hat's weitergeholfen. Tja, Anubis. Und ihr könnt in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch Fragen habt. Als nächstes werden wir dann die nächste Starter Guide wird sich dann mit der nächsten Karte beschäftigen. Also das ist hier so der Hauptmodus, hier ist auch Ranglisten 5 gegen 5, wo ihr auch zu zweit euch anmelden könnt. Mit einem Freund. Und ja. Das war's. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Haut rein. Guckt beim Gespinnspiel vorbei. Morgen um 23.59 Uhr hört's auf. Und dann werde ich mich an den Generator setzen. Ihr könnt den, also eure letzte Chance, 10 Euro zu gewinnen. Also dann, haut rein. Euer Mein Zeit sagt Tschüss!